Unsere kleine Kulturgeschichte findet ihre Fortsetzung. Wir kommen der Aktualität immer näher und blicken nun auf jene Zeit, die unsere Gegenwart maßgeblich zum Explodieren gebracht hat. Der Dampfkochtopf pfiff zwar immer schon aus allen Löchern, der Deckel saß jedoch fest. Er ist abgesprengt. Und wir können es noch nicht so recht glauben. Das muss doch eine Inszenierung sein. Die Strategie des Westens nach dem Zweiten Weltkrieg. Teilen in erster Linie von Märkten. Denn wer den gleichen Markt teilt, wird sich nicht mit Artillerie, sondern mit Kapital bekriegen. Und das heizte den Kapitalismus an. Also wurde es gefördert. Und das führt, so sagen Sie, zu mehr Wohlstand. Je mehr Kapitalismus, desto höher der Wohlstand. Und tatsächlich belegen Zahlen diese Formel. Lassen wir die Zahlen also gelten. In den vergangenen 60 Jahren ist die weltweite Armut stärker zurückgegangen als in den 500 Jahren davor. Die Weltbevölkerung wuchs um mehr als 1,8 Milliarden Menschen. Die Zahl der Armen schrumpfte um mehr als 200 Millionen. 1975 waren 6 von 10 Asiaten arm. Heute weniger als 2. 1995 lebten 1,7 Milliarden Menschen in einem Wohlstandsniveau, das die UN mittlere Lebensverhältnisse nennt. 2004 waren es 3,5 Milliarden. Das reale Pro-Kopf-Einkommen stieg seit 1980 im weltweiten Durchschnitt von 5.400 auf 8.500 Dollar. Dennoch glauben wir nicht daran. Wir glauben nicht daran, dass diese Zahlen stimmen, obwohl sie stimmen. Aber was stimmt nicht? Leben ist Differenz. Im Schlaf schwindet die bewusste Differenz und dann ist nichts. Der Traum ist während dem Träumen, obwohl selbst different, nicht als Differenz wahrnehmbar. Wo keine Differenz festgestellt werden kann, weicht das Bewusstsein. Der Zustand der Indifferenz ist also ein Zustand der Bewusstlosigkeit. Aber nicht das Subjekt. Die Kultur wird bewusstlos. Egal in welchem Lebensbereich, egal in welchem Lebensalter, egal in welcher Kultur. Differenz produziert Leben. Liebe, Reichtum, Sex, Erfolg, Bildung, Spaß, Kontemplation, Hedonismus, Nonsenstätigkeiten, egal was. Alles tun ist stetige Differenzsuche. Erst wo eine Differenz festgestellt werden kann, gibt es Sorge zur Gemeinschaft, zum Zusammenführen des Unterschieds. Wir sollten anfangen. Es ist wie beim Versöhnungssex. Der ist darum so toll, weil der zuvor ausgefochtene Unterschied, der Streit, durch physische Zusammenführung ausgeglichen wird. Die Differenz wird erst markiert, um sie dann zu überwinden. Die Gemeinschaft wird als Gemeinschaft erst durch Differenz möglich. Beim Ficken gibt's noch Differenz. Und darum sollte das eigentlich auch gezeigt werden. Leute, stellt eure Privatpornos ins Netz. Lass uns anfangen. Wir sind immer noch in Donaueschingen. Wir haben schon angefangen, aber gut, fangen wir also an. Wir haben schon angefangen, aber gut, fangen wir also an. Wir haben schon angefangen, aber gut, fangen wir also an. Der zweite Akt, meine Damen und Herren, Freiheit in Utopie, ist wesentlich kundenfreundlicher als der erste. Denn hier wird ohne jeden Aufpreis eine großartige Dienstleistung geboten. Wir werden den künstlerischen und theoretischen Sinn des Gesprochenen, aber auch den Sinn der Musik und den Sinn von allen anderen stets live dazu liefern. Sie können sich nun also zurücklehnen und müssen sich keine Gedanken mehr über Sinn und Zweck des Vorgetragenen machen. Genießen Sie einfach. Viel Spaß! Erstens, Utopie. Begriffsklärung und Datierung. Erstens, Utopie. Erstens, Utopie. Begriffsklärung und Datierung. Die utopische Phase der westlichen Kultur, die Illusion des Angekommenseins der Utopie, der vermeintlichen Realisation der Utopie, wurde Zeitgeist. Freiheit ist Realität. Seit den 60er Jahren kündigte sich die utopische Phase in verschiedenen Begriffen an. Es war die Rede vom Ende der Utopien, vom Ende der Metaerzählungen, vom Ende der Geschichte. Vom Ende des utopischen Zeitalters. Positive Endzeitstimmungen. Das Ende als der Anfang von etwas ganz Neuem. Etwas, was es zuvor nicht gab. Und daher einen entsprechenden Namen einforderte. Postmoderne. Die allerdings ist nicht gleichzusetzen mit der utopischen Phase. Den Unterschied werden wir später erläutern. Ja, richtig. Das steht so im Skript. Wir lesen ja nur ab. Die Einlösung der Utopie Freiheit macht es notwendig, sich der Einlösung der Idee der Freiheit immer wieder zu vergewissern. Freiheit wurde ins Schaufenster gesetzt. Freiheit musste gelebt und bewiesen sein. Auch das kommt später. Mit Musik. Ja, sogar mit neuer Musik. Ihr habt es euch schließlich verdient. Und außerdem sind wir ja in Donaueschingen. Donaueschingen. Postmoderne wäre dann ein erneuter Anlauf zur Durchsetzung und Weiterführung des politisch-gesellschaftlichen Kerngedankens
der Moderne. Das Prinzip der Freiheit des Individuums und das Bemühen einer gesellschaftlichen Ordnung auf dieser Basis. Nachdem wir nun also wissen, was mit der Utopie gemeint ist, können wir zur Datierung übergehen. Den Beginn der utopischen Phase legen wir auf ein welthistorisches Ereignis, einen Wendepunkt in der Nachkriegszeit. Moment, Malte, erst Roberto. Utopie, Bedeutungen. Die normale Lage von Organen oder die Idealgesellschaft. So, Malte, jetzt du. Nachdem wir nun also wissen, was die Utopie hier und jetzt, heute spät nachmittags, bedeutet, kommen wir zur Datierung. David Hasselhoff an der Berliner Mauer. Looking for Freedom. Der perfekte Einstieg in die utopische Phase. Wir zählen den 9.11.1989. Der 9.11. Ein historischer Moment. Jahre der Illusion. Jahre der Expansion. Jahre der Expansion der Illusion. Freiheit ist realisiert. Niemand, der was dagegen einzuwenden hätte. Lasst uns die ganze Welt befreien! Der politische und wirtschaftliche Zusammenbruch der Länder des sogenannten real existierenden Sozialismus in Mittel- und Osteuropa hat manche Frage neu aufgeworfen. Dass dazu auch die nach der Bedeutung von Utopien für die Bewältigung politischer Probleme gehörte, war klar. Der ideologische Gegner kapitulierte. Die westliche Freiheit schien nun endgültig die Welt zu erobern. Für die gute Sache! Für die Tugend! Für die Freiheit! Der 9.11.89 war also das große welthistorische Ereignis, welches noch fehlte, um die gärende, positive Endzeitstimmung ausbrechen zu lassen. Jetzt wussten es alle. Es gibt keine Freiheitsgegner mehr. Lasst uns feiern, wir, der Westen, wir, die Sieger! Die Illusion währte nur kurz. Der Traum wurde explosionsartig zum Platzen gebracht. Am 11.09.2001. Hoppla! Was ist das denn? Gegner? Feinde? Woher kommen die denn? Mit unseren Flugzeugen? Subversiver Terrorismus. Die Waffe gegen hochgerüstete Armeen. Schlagt sie mit ihren Waffen. Kraft gegen Geist etwa? Wie dem auch sei. Irgendwie haben wir sie ja auch vermisst, die lieben Gegner. Lass sie uns vernichten, diese Freiheitsfeinde! Ich fasse zusammen. Die utopische Phase dauerte 12 Jahre. Vom 9.11.1989 bis zum 11.09.2001. Eine Phase in der westlichen Kultur, in der sich die freiheitlichen Werte der Moderne grundsätzlich realisiert sahen, in der scheinbar das Evangelium der Moderne angekommen war. Zweitens, die Folgen der Einlösung der Utopie. Freiheitsbeweise. Liebe Postmoderne, schön, dass du da bist. Lange haben wir auf dich warten müssen. Lange haben wir für dich kämpfen müssen. Aber das Kämpfen hat sich gelohnt. Wir sind glücklich. Gemeinsam haben wir es geschafft. Gedenken wir der Millionen von Toten, die für uns gestorben sind. Juden, Christen, Muslime,
vereint im Kampf um Gerechtigkeit und Freiheit. Wenn der Westen also der Illusion verfallen ist, Freiheit sei realisiert, verschwindet die Utopie. Es kann ja nicht etwas gleichzeitig Utopie und Realität sein. Das Ende der Utopien war also keine Illusion. Ja und nein. Aber die Sachlage ist etwas komplizierter geworden seit der utopischen Phase. Jetzt sind wir eine utopielose Gesellschaft, die einer unausgesprochenen Utopie folgt. Sie sind nicht umsonst gestorben. Ihr Tod ist unsere Freiheit. Wir lieben dich, Postmoderne. Und wir lieben uns, denn wir sind geil. Aber nun wird es Zeit für die integrierte Projektanalyse. Liebes Publikum, wie Sie bemerkt haben, das ist der gute alte Bach mit Glück, seinem Top-Hit, dem C-Dur-Präludium. Allerdings mit einem billigen Effekt versehen, nämlich einem Hall, wir der in die Höhe verdampft. Eine plakative musikalische Spätze Übersetzung der postmodernen kulturellen Feierstimmung. Sie bemerken aber auch die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Ja, eine gewisse Heterogenität macht sich breit und diese wird noch zunehmen. Das darf ich Ihnen jetzt schon verraten. Ach, ist Ihnen übrigens aufgefallen, dass das Festzelt festlich eingerichtet ist? Das hat uns einiges gekostet. Das Festliche solcher Festlichkeit kann gar nicht bieder und reaktionär genug sein. Eine Utopie ist eine Qualität. Auch die Utopie Freiheit ist also eine Qualität. Aber was passiert denn nun, wenn die Utopie, von der man denkt, sie sei realisiert, verschwindet? Dann wird diese Kultur andauernd zeigen müssen, dass die Realisierung real ist. Sie drängt sich selbst zur unablässigen Freiheitsdemonstration. Zeig, wie frei du bist! Los! Mach! Do it! Come on! Just do it! Do it! Worauf wartest du noch? Du bist frei! Du undankbares Arschloch! Hast jegliche Wahlfreiheit, jegliche Möglichkeit! Mach was daraus! Individualisiere dich! Verwirkliche dich! Was glaubst du, was die Menschen früher von deiner Freiheit geträumt haben? Worauf wartest du noch? Wir sind immer noch in Donau-Eschingen! Verwöhntes, postmodernes Arschloch! Wir hatten behauptet, dass in einer auf Freiheit gründenden demokratischen Gesellschaft die Utopie wie ein gesellschaftlicher Kitt wirkte, der heterogene und konkurrierende Interessen zusammenhielt. Diagnostizieren wir die Einlösung der Utopie, liegt der Schluss nahe, die westliche Kultur verlor in der utopischen Phase ihren gesellschaftlichen Kitt. Gegenwartsversessenheit. Gegenwartsbesessenheit. Der Westen hat aber nie gelernt, gegenwärtig zu leben. Jahrhundertelang war es das Christentum, welches die Gegenwart abwertete und in die Zukunft im Jenseits beschwor. Dann lenkte die Utopie Freiheit die Aufmerksamkeit auf die Zukunft. Und nun soll der Westen plötzlich mit reiner Gegenwart zurechtkommen können? Hörst du das? Westen hier, was die Kio hier denkt, Linie erfüllt. Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt die nicht originalen ersten 30 Sekunden aus Johannes Kreidlers Shutterpiece, komponiert 2013 und im Witten im selben Jahr uraufgeführt. Wir setzen also fort, was im ersten Stück Freiheit als Utopie bereits praktiziert wurde. Ein Stück im Stück im Stück im Stück. Natürlich werden wir den Stücken nicht gerecht. Wir sind selbstgerecht! Ich möchte Sie außerdem darauf hinweisen, dass in 3 Minuten John Cage's Solo for Sliding Trombone in der Garderobe, Galerie der Halle, gespielt wird. Nur 20 Plätze. First come, first serve.
Der Posaunist spielt in der Dusche. 20 Personen dürfen zuschauen. Aber nur 20 Personen. Das Stück dauert etwa 10 Minuten. Deine wirklich... Pluralismus ist ein zentrales Leitbild moderner Demokratie, deren politischen Ordnung und Legitimität ausdrücklich auf die Anerkennung und dem Respekt vor den vielfältigen individuellen Meinungen, Überzeugungen, Interessen, Zielen und Hoffnungen beruhen. Keine Instanz darf in der Lage sein, anderen ihre Überzeugungen aufzuzwingen. Das heißt, die prinzipielle Offenheit pluralistischer Demokratien zu gefährden. Das meinen die ernst? Ja, die meinen das wirklich ernst. Bundesamt für politische Bildung. Meine Damen und Herren, Shutterpiece von Kreidler läuft nun wieder. Und da ist auch unser Bach. Bitte beeilen Sie sich! Jeden Moment geht Cage los! Exklusiv in der Dusche! Tatsächlich, der Führer wurde eliminiert. Führerfiguren sind weitgehend verschwunden. Dass aber keine Instanz mehr in der Lage sei, anderen ihre Überzeugung aufzuzwingen, ist Wunschdenken. Wir leben im quantitativen Totalitarismus. Chopin! Verschwindet, infiltriert unser Leben in kleinsten Dosen, die oftmals gefährlicher sind als die sichtbare Instanz, die uns beherrschte. Verschwunden ist der Führer, geblieben ist die Führerschaft. Schluss! Alles, was verschwindet, infiltriert unser Leben in kleinsten Dosen, die oftmals gefährlicher sind, als die sichtbare Instanz, die uns beherrschte. Müller-Siemens! Detlef Müller-Siemens. Lost Traces, Takte 46 bis 49, komponiert 2007. Der Freiheitsbeweis der Ökonomie. Der Freiheitsbeweis der Ökonomie? Wen interessiert das denn? Chopin! Der Freiheitsbeweis der Beethoven-Ökonomie. Neoliberalismus! There is no freedom without economic freedom! McMahon! Ronald Reagan und Margaret Thatcher dramatisierten die maximale Freiheit der Ökonomie zur unabdingbaren Prämisse der westlichen Kultur. Sie setzten die ökonomische Freiheit auf den Thron der Freiheiten. There is no freedom without economic freedom! Unter dem Deckmantel monadisch individueller, rechtlich abgesicherter Freiheit falle Schubert, so Marx, jedoch nicht der Menschenfreiheit zu, sondern allein dem Kapital. Wo die Einsamkeit aufhört, da beginnt der Markt. Und wo der Markt beginnt, da beginnt auch der Lärm der großen Schauspieler. Bach! Und das Geschwirr der giftigen Fliegen. Vanya Arnold! Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäß Packungsbeilage bzw. nach Anweisung des Arztes oder des Apothekers bzw. der Ärztin oder der Apothekerin an, um den größten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen. Für
für ein in sieben Ensembles zergliedertes Orchester. Drei Flöten, zweite und dritte, auch ein Piccolo bzw. eine Bassflöte. Drei Klarinetten, zweite und dritte, auch eine Bassklarinette. Vier Hörner, zwei Trompeten, drei Posaunen, ein MIDI-Keyboard, 22 Violinen, acht Bratschen, sechs Violoncelli, vier Kontrabässe, aufgeteilt in sieben Ensembles, wie folgt. Ensemble 1, Mini-Orchester, eine Flöte, eine Klarinette, zwei Hörner, zwei Trompeten, eine Posaune, zehn Violinen, fünf Bratschen, drei Violoncelli, zwei Kontrabässe, Ensemble 2, ein Streichtrio, verstärkt, Ensemble 3, eine Flöte, auch ein Piccolo, eine Klarinette, auch eine Bassklarinette, ein Horn, eine Posaune, Ensemble 4, Klangklumpen, eine Flöte, auch eine Bassflöte, eine Klarinette, auch eine Bassklarinette, ein Horn, eine Posaune, Ensemble 5, ein MIDI-Keyboard, Solo, Ensemble 6, zwei Bratschen, zwei Violoncelli, zwei Kontrabässe, Ensemble 7, 11 Violinen, uraufgeführt 2014. Chopin! Zwangsindividualisierung ist der Freiheitsbeweis des utopischen Subjektes. Das wäre eine Scheiße! Stockhausen! Der Individualismus begann Jahrzehnte früher, und zwar spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg. Strauss! Die utopische Phase war die Zeit der Radikalisierung der Moderne. Schubert! Sie zeichnet sich nicht durch Neues, sondern durch subversive Umdeutung des Alten aus. Cash, Pac-Man, Super Mario! Individualisierung durch Lebensästhetisierung, Modezugehörigkeit, Beethoven, Designkompetenz, abgefahrene Ferienziele, Busch, abgefahrene Hobbys, Super Mario, abgefahrene Berufe, abgefahrene Religionen, Müller-Siemens! Der utopische Super Mario, Busch Super Mario, Freiheitsbeweis, Scheiße, Ficken! Der utopische Freiheitsbeweis, Pac-Man, Busch, Pac-Man! Der Politik... Rechtspopulismus! Freiheit! Phase an ihr Ziel gelangt. Hetz auf! Strauß! Der politische Freiheitsbeweis wurde somit nur noch konservativ. Busch! Hetz auf! Busch! Reaktionäre Politik als Stockhausen! Avantgarde, konservative Revolution, frische Pisssuppe mit Käse in Form subversiver, reaktionärer Spermadusche! Umdeutung freiheitlicher Werte. Super Mario Busch! Die Alpenrevolution, Afrika-Gesetzoren, der Aufstieg der rechtspopulistischen, internationaler Fickter, Parteien in der utopischen Phase, Strauß, Super Mario, Batman, Busch, Busch, Scheiße, ging von den mitteleuropäischen Alpenrepubliken aus, Schweiz, Österreich, was soll das Kackhaufen? Kackhaufen, ihr Scheißler auf die Bühne, lasst meinen Darm in Ruhe, Arschloch! Meine Damen und Herren, wir müssen uns entschuldigen. Verdammte pisswarme Spermadusche! Das war zwar so geplant, aber nicht spritz mir nicht ins Gesicht! Hasselhoff, Pac-Man, Kackhaufen! In dieser Menge! Strauß, Busch! Immer dort, wo nichts mehr ist. Schwanzverlängerung, Brustvergrößerung, Spermadusche bildet sich eine Art. Achtung, Kackhaufen! Überfülle, immer Scheiße, Scheiße, mein Darm! Arschloch! Dort, wo nichts mehr ist. Pac-Man, Kackhaufen, Hasselhoff, Beethoven, Schuppe! Immer dort, wo nichts mehr ist, bildet sich Beethoven, Super Mario! Immer dort, wo nichts mehr ist, bildet sich eine... Meine Hosen sind voll! Spermadusche! Immer dort, wo nichts mehr ist, bildet sich eine große rasierte Eier! Immer dort, wo nichts mehr ist, Super Mario! Churchill, Schuppe! Immer dort, wo nichts mehr ist, bildet sich eine Kackhaufen, Bach, Scheiße, Arschloch! Immer dort, wo nichts mehr ist, bildet sich eine Art... Mach's doch nicht so ein Theater, Beethoven! Überfülle, immer dort, wo Busch, Super Mario, Hessler und Schuppe! Nichts mehr ist, bildet sich eine Art... Arschloch, schütt dich ins Knie, Schweinslutscher! Überfülle, immer dort, wo nichts mehr ist, Beethoven, Schubert! Eine Art Überfülle. Hessler, Strauss, Churchill! Immer dort, wo Riem, Ruhm! Nichts mehr ist, spritzt mir doch nicht die ganze Zeit ins Gesicht! Busch! Immer dort, wo nichts mehr ist, Schwanzverlängerung, Brustvergrößerung! Immer dort, wo nichts mehr ist, bildet sich ein Achtung, Kackhaufen! Immer dort, wo nichts mehr ist, Schuppe, Schuppe, Beethoven! Immer dort, wo nichts mehr ist, bildet sich ein Immer dort, wo nichts mehr ist, bildet sich eine Art Überfülle. Churchill! Busch! Kackhaufen! Immer dort, wo nichts mehr ist, bildet sich eine Art Überfülle. Super Mario! Scheiß aufs Hirn! Geiler, was ist das? Ich bin jetzt der Theoretiker! Ist das jetzt die Politik?
kritisiere ich. Verdammte Scheiße! Sie sind einzig von ihnen, und dann seine Lücke, auf die sich zu schauen ziehen. Ich bin selbst, ich habe das Dilemma. Je mehr die Fresse existieren, die große wird die Wahrscheinlichkeit, von Männern in der fremden Gesellschaft zu leben. Der Freiheit bedeutet, auf jeden Fall sind die Strukturen, von denen sie nicht sein kann. Jegliche Besonderheit, die auf diese Weise zur höchsten Potenz erhoben wurde und sich in einer Spirale der Verdopplung fängt. In der Spirale dessen, was wahrer ist als das Wahre, dessen, was schöner als das Schöne und realer als das Reale ist, wird von der Wirkung eines Rausches ergriffen, der unabhängig von Inhalten oder besonderen Qualitäten ist und der heute dahin tendiert, zu unserer einzigen Leidenschaft zu werden. Zur Leidenschaft der Verdopplung, der Steigerung, der Erhöhung der Potenz und der Ekstase. Zur Leidenschaft für jede beliebige Eigenart. Hauptsache, sie ist nicht mehr auf ihr Gegenteil bezogen. Und sie wird zum Höchsten, zum Superlativ, zum Erhabenen im positiven Sinne, da sie gewissermaßen die gesamte Energie ihres Gegenteils absorbiert hat. Man stelle sich etwas Schönes vor, was alle Energie des Hässlichen in sich aufgenommen hätte. Das wäre die Mode. Man stelle sich etwas Wahres vor, das alle Energie des Falschen in sich vereint hätte. Das wäre die Simulation. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Schluss. Nach diesen lustigen Beschimpfungen werden wir moralisch. Ja, denn auch die Moral wurde von der Oberfläche gekratzt und in die Subkutis gedrückt. Weg damit! Aber alles, was verschwindet, infiltriert unser Leben in kleinsten Dosen, die oftmals gefährlicher sind als die sichtbare Instanz, die uns beherrscht. Und wer freute sich über die neutralisierte Moral? Die reaktionäre Rechte. Genau, unter anderem. Kurz zur Information. Diesen Schluss hier können leider nur Personen unter 65 Jahre richtig genießen. Unser Sinuston ist für das Durchschnittsgehör eines Menschen über 65 nicht mehr wahrnehmbar. Es tut uns schrecklich leid, aber wir müssen dem Zeitgeist gerecht werden. Die reaktionäre Rechte arbeitete an der subversiven Umdeutung von scheinbar irreversiblen, aufklärerischen Idealen. Eine wahllose Auswahl. Humanistische Weltanschauung wurde zur naiven Herdenbewegung umgedeutet, dessen Subjekt Gutmensch hieß. Der den Werten der Aufklärung folgende Bürger wandelte sich zum nicht aufgeklärten, blinden Herdentier. Die politische Ordnung, die Demokratie,
wurde zur Volksdiktatur radikalisiert. Mit der Anmaßung... Das ist wahre Demokratie. Die Linke war in ihren eigenen Idealen gefangen und musste den subversiven Umdeutungsattacken der utopischen Phase machtlos zuschauen. Sie verpasste es, sich den Paradoxien von Freiheit und Unfreiheit, Gleichheit und Ungleichheit zu stellen, ehe es der reaktionären Rechte zum Steilpass wurde. Seitdem hinkt sie hinterher und muss neidlos anerkennen, dass es die reaktionäre Rechte ist, welche politische Avantgarde wurde. Und dann waren es die Quantitäten, die sich über die scheinbar neutralisierte Moral freuten. Zahlen lügen nicht und sind selbst ein neutrales und ordnendes Werkzeug im Strudel der anschwellenden Qualitäten. Wie sonst? Denn mit ordnenden Quantifizierungen würden wir der Flut der Qualitäten Herr werden. Und zudem lügen die Quantitäten ja nicht. Nein, Quantitäten lügen ja nicht. Und waren aus vielerlei Gründen unabdingbar. Bis hin zum quantitativen Totalitarismus. Unsere unausgesprochene neue Utopie lautet also... Quantifizierungen! Quantifiziere dich, deine Sache, dein Produkt, deine Aussage, dein was weiß ich und alles wird gut. Ehrlich, glaub mir. Quantitäten, nichts, wofür wir auf die Straße gehen und kämpfen. Nein, diese Utopie ist keinesfalls sexy. Lassen wir uns daher lieber die altbewährte Freiheit als Simulacrum herumgeistern. Verkaufen wir den Qualitätssuchenden unsere Zombie-Utopie. Und lasst uns weiterhin erfolgreich unser Destillat westlicher Freiheit vorantreiben. Das Destillat aus Missionskultur und positiver Freiheit. Das Destillat aus Rationalisierung und instrumenteller Vernunft. Das Destillat aus kapitalistischer Gegenwartsbesessenheit und qualitativer Indifferenz. Die Fundamentalquantifizierung aller Gesellschaftsbereiche und ihrer Wahrheitsdiskurse führte zur qualitativen Indifferenz, welche paradoxerweise für die Ausbildung reaktionärer Qualitäten mitverantwortlich war. Wenn ich diesen Baum da mit meinen Händen schütteln wollte, ich würde es nicht vermögen. Aber der Wind, den wir nicht sehen, der quält und biegt ihn, wohin er will. Wir werden am schlimmsten von unsichtbaren Händen gebogen und gequält. Da erhob sich der Jüngling bestürzt und sagte: Ich höre Zarathustra und eben dachte ich an ihn. Zarathustra entgegnete: Was erschrickst du deshalb? Aber es ist mit dem Menschen wie mit dem Baume. Je mehr er hinauf in die Höhe und Helle will, umso stärker streben seine Wurzeln erdwärts, abwärts, ins Dunkle, Tiefe, ins Böse.